So, den ersten Abschnitt habe ich schon mal geschafft. Mit 15 Dreamstones. Okay, das heißt, ich habe... Scheiße. Ich habe schon mal soweit die Hälfte. So, Schlüssel, den bräuch. Ohne Schlüssel komme ich nicht weiter, dann kann ich das Level vergessen. Im Prinzip, wenn ich den Schlüssel wirklich auslassen würde, aber die haben den Gott sei Dank so platziert, dass man ihn wenigstens mitnehmen kann. So. Na toll, nicht auch mal mitnehmen. Okay. So, Beeilung. Ah, nein, ich brauche den nicht. Ah, ich brauche ihn. Scheiße. Ich hätte diesen Mu gebraucht. Ohne den Mu komme ich. Ah. Na, okay, das war jetzt leider nicht abzuwenden. Tut mir leid. Ah. So. Ja, mit dem Schlüssel. Ah, das war blöd. Das. Oh, wow, wow. Nur mit der Ruhe. Es ist nur ein Scrolling-Level. So, und hoch und im richtigen Moment wieder drauf zu werfen. Jetzt krieg ich's aber hoffentlich hin. So. Ah, was? Wo ist er denn jetzt kaputt gegangen? Nein! Ich sehe schon. Ich habe wohl irgendwie an den Bogen geworfen. Ach, so ein Dreck. Ja, das. Wie soll man das fehlerfrei schaffen? Vor allem, wenn man sich auch noch beeilen muss. Das ist echt schon verzwickt hier teilweise. Und die späteren Scrolling-Level werden noch etwas heftiger. Vor allem wirklich, da werde ich bestimmt mehrere Versuche noch brauchen, wenn ich alles sammeln will. Das könnt ihr glauben. Weil da habe ich echt noch sehr schlimme Erinnerungen dran. So. Perfekt. Und ich hätte da oben... Toll! Dass ich das jetzt auch sehe. Ah, Mist. Ja, egal, ich krieg sowieso keinen guten Rang mehr. Muss ich sowieso wieder offscreen holen, den S-Rang. Ist egal, ich will wenigstens alle Sachen in diesem Level sammeln. Das ist erstmal die Hauptsache. Wenn ich das erstmal schaffe. So, und hoch mit dir, Klonor. Okay. Jetzt kommen wir an meine Lieblingshassstelle. So, auf ein neues. Schnell. Ah, was? So, jetzt komm her. Und hoch. Na also, zwei Leben, way. Aber mir fehlt trotzdem... Ah, okay, mir fehlt doch kein Gegner. Schnell, ja. Komm, komm. Ja, ich hab's gesehen. Ich hab alles. Ja, wir sind gut. Hat aber trotzdem einige Versuche gedauert. Aber was soll's. Schade nur, dass ich keinen S-Rang kriege. Das muss ich, nein, auch wieder machen. Wenn es nicht anders ist, muss ich gerade gleich eine kurze Pause einlegen. Es sei denn... Ja, irgendwie spinnt gerade meine Internetverbindung rum und es scheint wohl so zu sein, als wenn er gerade das Video nicht hochlädt. Ah, doch, er lädt gerade weiter hoch. Okay. Muss ich also doch nicht pausieren. Jetzt ist das Bild verrutscht. So. Ah. Okay, jetzt ist es hoffentlich wieder gerichtet. Gut. Okay, sorry für die kurze, Unterbrechung oder überhaupt jetzt für diesen kleinen Fehler. Ich, hab hier auch so manchmal meine Macken. Okay, hier könnten wir auf jeden Fall schon in die zweite Endrunde. Aber wir werden vorher dieses Level noch versuchen zu bewältigen. Ich hoffe, ich kriege das noch in diesem Video rein. Also, ich hoffe wirklich, dass dieses Level jetzt nicht allzu lange dauert. Ich sehe schon, so schwer scheint es eigentlich nicht zu sein. Es geht doch recht schnell, glaube ich. Hoffe ich auch. So. Der Gegner ist gerade kaputt gegangen. Okay, das ist nicht toll. Das muss ich mir jetzt genauer ansehen. Nehme ich dich mal mit. Den fliegenden Mu. Ah, den kann ich also mitnehmen. Na gut. Dann komme ich so wenigstens schon mal an diese Dreamstones. Wow. Und auch an den hier oben. Gut, das wollte ich auf jeden Fall schon mal haben. Jetzt muss ich erstmal, das ganze Level oder diesen ganzen Abschnitt sozusagen erkunden. Hier muss ich also weiter. Ich brauche blau, also zwei Gegner muss ich damit erwischen. Jetzt ist die Frage, wie mache ich das? Hier ist ein Gegner. Moment, dich nehme ich schon mal mit. Dann schmeiße ich dich hier gegen, genau. Wow, dieser Rätselfaktor in diesem Spiel ist schon echt ziemlich gestiegen. Aber jetzt muss ich mir das echt genau angucken. Also ich könnte hier den Gegner auch rüberschicken lassen, aber...
Ah, wie mache ich das am besten? Also wenn ich das so drehe, dann... Nee, das geht auch nicht, oder? Doch, ja, doch, das klappt, Mein Plan geht auf. Ich nehme den einmal, werfe ihn hier gegen. So, dann kriege ich ihn zurück und schmeiße ihn gegen den Mu. Da muss ich gleich nur schnell hochklettern können. Auf 3, 1, 2, Feuer und schnell. Ha, so. Und Nummer 2. Ich hab's hin. Nein! Ah, Klonoa, warum musstest du dich gerade festhalten? Hätte sich Klonoa nicht festgehalten, dann hätte das geklappt. Dann wäre mein Plan aufgegangen. Definitiv. Ja gut, versuchen wir es nochmal. Ich meine, machbar ist es auf jeden Fall. Na, ich hab ihn vergessen. Ich brauche meinen Mu wieder. An dieser Stelle. Weil ohne den geht's nicht. Ich brauche schließlich einen blauen Kristallgegner. Weil ohne blaue Kristalle kriege ich den blauen Kristall nicht kaputt, leider. Wäre ja auch zu schön, wenn das so einfach ginge. So. Okay, na, nicht jetzt lecken. So, nicht jetzt, wo ich so einen präzisen Wurf hinlegen muss. Na also, jetzt habe ich es geschafft. Und wir kommen weiter. Puh, erstmal tief durchatmen. Wow. So, was erwartet mich hier? Ein Schalter, ein Knopfschalter, ein... Ach du Scheiße. Moment, ein Pfeil? Okay, der muss ich... Hier ist Wind, verstehe. Damit muss ich mich hochpusten lassen? Na klasse. Moment, ich schaue mir das mal kurz genauer an. Wo muss ich diesen Pfeil hinbringen? Und wo ist eine Bombe? Wahrscheinlich muss ich diesen Pfeil hier hin platzieren. Das heißt, das muss ich hochdrehen. Damit das da hängen kann. Und am besten, ich werfe es erstmal... Moment. Nein, so nicht. So drehe ich den Pfeil nach oben. Und dann versuchen wir es mal. Ei. Okay, das... Das wird jetzt doch ein bisschen hart. Egal, ich habe es geschafft, aber... Naja, mein Leben... Oder das Leben da drüben kriege ich jetzt nicht mehr. Egal, brauchen wir nicht. 37 Leben müssten mehr als reichen. Und jetzt versuche ich es einfach mal. Also das passt schon mal. Jetzt brauche ich eine Bombe, um diesen Schalter zu kriegen. Okay, das verstehe ich schon mal. Da muss man auch noch schnell sein. Wow. Aber wir haben den Stern. Den sogenannten, ja, wie ich jetzt durch Nostalg-Kultun aufweise, das war jetzt der Moonstone. Genau, diese Sterne sind Moonstones. Jetzt habe ich irgendwas... Obwohl doch, ich muss hier weiter. Okay. Habe also doch nichts falsch gemacht. Noch mehr Pfeile. 4 Stück. Ach du Scheiße. Oh, das wird lustig. Das wird verdammt lustig. Erstmal benutze ich diese Bombe hier, um an die Dreamstone zu kommen. Perfekt. Aber jetzt muss ich 3... Ach du Scheiße. Ist das machbar? Das muss ich mir jetzt mal anschauen. Also da muss die Bombe wahrscheinlich hin. Da muss aber auch eine Bombe hin. Nee, Moment. Das genau. Ich glaube, ich weiß schon, ich muss diese Pfeile dazu benutzen. Einmal, um das so zu machen. Und einmal so. Da muss ich wahrscheinlich noch einen Pfeil... Obwohl, das klappt nicht. Der zeigt nach links. Moment. Das muss ich mir auf jeden Fall genauer anschauen. Den nehme ich auch schon nochmal mit. Ich glaube zwar nicht, dass die Explosion hier jetzt hochgeht, aber ich probiere es einfach erstmal, um zu gucken, wie sich das jetzt überhaupt verhält. So. Okay, 2 Schalter kriege ich erwischt. Aber den dritten kriege ich nicht. Die Pfeile sind jetzt auch weg. Na klasse. Sonst ist hier auch nichts weiter. Das heißt, ich muss nur dieses Schalterrätsel hier irgendwie gelöst kriegen, um weiterzukommen. Sonst ist hier auch kein Dreamstone mehr versteckt oder so. Nein. Gut, ich brauche die Pfeile auf jeden Fall wieder. Eins steht fest. Nee. Das muss ich ja ganz anders machen. Moment, das kriege ich noch hin. Ich glaube, ich weiß schon, wie der Pfeil nach unten... Muss auf jeden Fall hier hin. Da muss dieser Pfeil nach rechts. Hier hin. Damit das da oben sein kann und den Pfeil nach links, platziere ich einfach mal hier. Und dann werfe ich einfach mal die Bombe da drauf. Das müsste das Rätsel-Lösung sein.
Schauen wir mal. Nein, irgendwas habe ich falsch gemacht. Ah, die hat er nicht mitgenommen. Na toll, das hätte geklappt eigentlich. Ah, sofern die Bombe das da wirklich trifft. Ich sollte die Pfeile wirklich näher beisammen machen. Das ist auf jeden Fall die Lösung. So viel steht schon mal fest. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. So. Dich nehme ich auch noch schnell mit. Sollte mich beeilen, sonst werden das 3 YouTube-Videos. Wenn ich das jetzt nicht schnell genug hinkriege, dieses Level. Weil ich wollte das wirklich noch in 2 YouTube-Videos reinkriegen. In 2 15 Minuten, weil ich bin jetzt schon bei 25 Minuten insgesamt. Da muss ich mich jetzt wirklich etwas beeilen in diesem Level. So. Okay, einmal da. Okay. Jetzt aber. Ja, es klappt. Wer sagt's denn? So, jetzt darf ich ja diesen Schalter benutzen und... Ich nehme diesen Mo mal kurz mit. So, schauen wir uns das mal genauer an. Oder... Ah, Moment. Nee, da brauche ich genau diesen Kristallgegner. So, wenn ich das mache, dann kommt hier kein Wind mehr. Okay. Weiß ich das auch schon mal. Da unten ist etwas Wertvolles. Das spüre ich, das merke ich, das fühle ich. Und das werde ich mir holen. Indem ich den noch dagegen schmeiße und... Für was haben wir das jetzt getan? Für ein Sunlight Stone. Klasse. Besser als nichts. Ich nehme mal Wind mit. Und dann nehme ich den hier auch nochmal mit, den fliegenden Mu. Und dann schauen wir mal, was da oben ist. Okay, hier sind schon mal... Klasse. Dreamstones. Hier auch. Ach du Scheiße. Hier brauche ich auch nochmal den blauen. Gut, wie mache ich das jetzt? Also, das ist schon mal klar, dass ich das so schon mal machen muss. Und da muss ich einfach nur schnell reagieren, um das hinzukriegen. So. Das heißt, ich muss nochmal blau färben. Ein Gegner. Und gleich, wenn ich den zweiten mache, sofort auf diesen Schalter drücken. Sonst kann ich nicht hochgeboostet werden. Boah, ist das ätzend. Und zack. Wir haben den zweiten Stern. Wunderbar. Jetzt ist nur die Frage, wie komme ich da jetzt hin? Ich habe schon eine Vermutung, aber... es wird nur Schmerzen bereiten. Moment. Das mache ich so? Nee, das klappt auch nicht. Das geht auch nicht auf. Okay. Moment, wenn ich das mache, werde ich ja hochgepustet. Ah, okay, ich weiß schon wie. Nein, halt anders. Ich muss das drehen. Genau, diesen Pfeil muss ich nach links drehen. Damit ich den fliegenden Mu dagegen schleudern kann. So. Perfekt. Na komm schon. Ich muss mich jetzt wirklich beeilen. Ja, das war dumm. So, komm, schnell raus. Ah, wenn ich Pech habe, werden das wirklich... Na, egal. Ich will mich trotzdem auf jeden Fall irgendwie noch beeilen. So, was ist hier unten? Pfeil. Oh, Pfeile. Von denen kann ich bald keine mehr sehen. So, hier haben wir wieder 3 Schalter. Da muss ich auf jeden Fall ein Pfeil hin platzieren. Nicht nur ein. Da müssen mehrere Pfeile hin. Aber ich glaube, diesen Pfeil platziere ich da erstmal da als Assistent. Und dann nehme ich den hier. Platziere ich den genau da auch hin. Und dann versuche ich mal die Bombe da einzuwerfen. Mal schauen, inwiefern das jetzt was bringt. Toll, gar nichts. Auch nicht schlecht. Ah, okay, ich habe einen Pfeil vergessen. Na, klasse. So, da oben sind noch 3 Dreamstones, die ich mir noch unter den Nagel reißen will. Und den einen kriege ich nicht. Na, klasse. Und... Ach, doch, erwischt. Perfekt. So, noch einmal. Ich nehme den anderen Pfeil jetzt erstmal mit, den der nach oben zeigende. Genau den. Und dann wollen wir mal schauen. So, also. Ja, wie mache ich das jetzt? Wenn ich das mache, dann ist der schon mal da. Das ist blöd. Wenn ich die Bombe... Nein, 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 nein,
Okay, Leute, wisst ihr was? Ich würde sagen, wir machen beim nächsten Video hier weiter. Deswegen verabschiede ich mich erstmal in diesen. Und wir sehen uns dann am morgigen Tage, ja, des Videos wieder. Okay, Leute, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.